Nachbarn endet doch nicht, Serie bei Amazon weiter. Mit der australischen Kultserie Nachbarn, Originaltitel, Nike Boss, ist vor rund 4 Monaten eine der langlebigsten TV-Produktionen der Welt zu Ende gegangen, eigentlich. Denn inzwischen wurde bekannt, dass die Serie, die im Juli nach 37 Jahren, 38 Staffeln und fast 9.000 Episoden ihren Abschied feierte, doch fortgeführt wird. Die neue Heimat wird das kostenlose, stattdessen von Werbeeinnahmen finanzierte Angebot Amazon Freevee sein, wie auf dessen offiziellen Twitter-Account mitgeteilt wurde. Überraschung! Nachbarn hat ein neues Zuhause bei Amazon Freevee, heißt es in dem Tweet. Zudem auch ein 30 Sekunden langes Announcement-Video veröffentlicht wurde, das berühmte Orte aus der Daily Soap zeigt. Schon im kommenden Jahr werde es demnach eine brandneue Staffel geben. Wer bislang noch keine Berührungspunkte mit Nachbarn hatte, könne zudem tausende ikonische Episoden nachholen, die es dann ebenfalls kostenlos zum Bingen gibt. Ein Clip auf dem Twitter-Account zur Serie zeigt derweil, wie die Hauptdarsteller und Hauptdarstellerinnen auf die großartige Nachricht reagieren. Stefan Dennis, 64, Ellen Fletcher, 65, Ryan Moloney, 42, Jackie Woodburne, 66, und viele mehr werden demnach ebenfalls zurückkehren. Über die vielen Jahre hat die Serie, die in Deutschland zu Beginn von dem Sender Sat.1 ausgestrahlt wurde, zahlreiche spätere Weltstars hervorgebracht. Darunter etwa Margot Robbie, 32, Guy Pearce, 55, Russell Crowe, 58, Liam Hemsworth, 32, und Kylie Minogue, 54. Für die als finale Staffel konzipierten Episoden war Minogue als Gaststar auch noch einmal zu ihrem Ursprung zurückgekehrt. Doch allein in Großbritannien seien die vermeintlich letzten Episoden in der Spitze fast von 3 Millionen Haushalten geschaut worden, sicherlich auch ein Grund dafür, dass der Abschied rasch zurückgenommen wurde.